Guten Tag, mein Name ist Hans-Günther Schmitz. Ich kandidiere für den Rat und die Bezirksvertretung der Stadtteile Trar und Verberg für die UWG Freie Wähler. Wir haben das Glück, dass wir in zwei der schönsten Stadtteile der Stadt Krefeld wohnen. Dass es so bleibt, dafür möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich aber auch dafür einsetzen, dass wir die Probleme, die wir hier in den beiden Stadtteilen haben, die schon lange wären und nie richtig angefasst worden sind, dass wir diese endlich lösen. Wenn Sie mir jetzt folgen, zeige ich Ihnen die Stellen. Hier stehen wir nun am Wiesenhof, am Rande von Trar, einer wunderschönen Freifläche, die mit über 1000 Wohneinheiten bebaut werden soll. Die UWG Freie Wähler sind zwar für eine Bebauung in der Stadt Krefeld, aber nicht in so einer Dichte und vor allen Dingen nicht hier am Wiesenhof. Ja, wie man hier sehen kann, endet hier leider der Radweg am Ende der Gatzenstraße im Übergang zur Hainbaumstraße und die Fahrradfahrer sind gezwungen, auf die Straße zu wechseln. Das ist besonders bei jungen Familien mit kleinen Kindern eine gefährliche Situation. Der Radweg sollte hier weitergeführt werden bis zur Kreuzung Hainbaumstraße-Marzelli. Hier an der Bushaltestelle Wallersfahrt in Fahrtrichtung auswärts aus dem Ort sitzen viele Schulkinder, so wie ich hier gerade, am Straßenrand an der Bushaltestelle. Diese Bushaltestelle am Wallersfahrt befindet sich genau 50 Meter vor der Tempo-30-Zone des Kindergartens Gatzenstraße. Wir, die UWG Freie Wähler Krefeld, haben schon mehrfach den Antrag gestellt in der Bezirksvertretung, die Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30 vom Wallersfahrt, also den beiden Haltestellen, bis hinter den Kindergarten Gatzenstraße auszuweiten, damit die Schulkinder und auch die Kindergartenkinder einmal einen gesicherten Weg haben und auch ein gesicherter Weg für die Schulkinder an beiden Haltestellen funktioniert. Wir stehen hier an einem der Papiercontainer-Standorte in Verberg-Trar. Leider werden diese Standorte dazu missbraucht, auch ihren anderen Hausmüll zu entsorgen. Einige unserer Zeitgenossen haben noch nicht verstanden, was das duale System ist und wie man überhaupt Altpapier und Glas entsorgt. Eine Lösung wäre hier, die Container in sogenannte Unterflurcontainer umzuwandeln. Das heißt, die Container verschwinden im Erdreich, sind aber zugänglich und der Platz ist frei einsehbar, sodass eine Müllentsorgung anderer Müllsachen nicht mehr stattfinden kann. Wie man hier leider sehen kann, wird auch der Hausmüll schon in den Grünanlagen rund um den Papiercontainerstandort abgeladen. Die Teile des Hausmülls fliegen mittlerweile schon auf den Europaring, was eine Gefährdung darstellt. Es ist sogar schon vorgekommen, dass große Styroporplatten auf den Europaring geflogen sind und von der Polizei eingesammelt werden mussten wegen akuter Gefährdung des Straßenverkehrs. Meine Damen und Herren, damit ich mich weiterhin auch erfolgreich für die Stadtteile Verberg und Trar einsetzen kann, wählen Sie bitte am 13. September die UWG Freie Wähler Krefeld. Vielen Dank.